So, die Box steht da. Wir haben auch schon jemanden drin. Madame ist nämlich von alleine reingehüpft. Also vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Tierarzt müsst, dann stellt vorher vielleicht schon mal die Box auf. Wenn die Babys neugierig sind, kann es sein, dass sie dann reinhüpfen und dann habt ihr nicht den Stress von Einfangen in die Box setzen, sondern dann sind sie von alleine rein und dann zufälligerweise geht die Box auf einmal zu. Eine Frage war, was jetzt mit Eriks Zahn passiert. Eriks Zahn wird eingeschliffen, also Erik hat ja einen lockeren Zahn, das kam ja letzte Woche raus und das muss jetzt gemacht werden. Und ich glaube, einige hatten das falsch verstanden, dass der Zahn gezogen werden soll. Geplant ist, dass er eingeschliffen wird unter Vollnarkose, dass man das wirklich richtig machen kann und nicht nur so kurz abfallen, was wir immer so zwischendrin gemacht haben, wenn er eine Spitze hatte, sondern der Zahn soll eingeschliffen werden mit dem Ziel, dass er wieder fest wird. Er war jetzt noch nicht so locker, dass er komplett, wie der eine, den er verloren hat, der war ja so locker, der hing nur noch am seidenen Faden. Der musste raus, da bestand keine Chance mehr, dass er wieder fest wird. Bei dem lockeren Zahn jetzt, zumindest Stand letzter Woche, war die Chance, dass der Zahn wieder fest werden kann, wenn man ihn einschleift. Das wird heute gemacht. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt innerhalb dieser Woche passiert ist, wie sich das entwickelt hat mit seinem Zahn, ob er sich weiter gelockert hat. Deswegen werden wir das dann heute sehen, aber auf jeden Fall unter Vollnarkose. Und weil einige auch meinen, dass man das nicht so lassen kann, den Zahn, oder warten, bis er von alleine rausfällt. Nein, kann man nicht. So ein lockerer Zahn kann natürlich weitere Probleme verursachen, wenn man den so lässt. Er kann wieder dadurch anders kauen, weil er den Zahn nicht belasten möchte, kaut ungleichmäßig, dadurch können wieder Zahnspitzen wachsen. Also man kann es nicht einfach sich selbst überlassen, auch nicht, dass er von alleine rausfällt, sondern man muss dann auf jeden Fall was machen. Und jetzt wird es halt heute mit Einschleifen versucht. Und im besten Fall wird er dann wieder fest. Aber wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie locker der Zahn ist und ich weiß nicht, was jetzt in der Woche passiert ist. Aber wir versuchen das jetzt heute. Vollnarkose ist natürlich wieder nichts Gutes. Und Erik weiß auch schon Bescheid, hat sich in sein Klo geflüchtet und ich möchte ihn da nicht rausheben. Schau mal, so viele liebe Menschen denken immer an dich, gell? Jo. So ein lockerer Zahn, je lockerer der wird, kann es natürlich auch wehtun. Dem Kaninchen und auf jeden Fall ist es nicht angenehm, einen lockeren Zahn zu haben. Als er diesen ganz lockeren Zahn hatte, da hat er doch immer auf einmal angefangen, in Steine zu beißen von der Treppe, in diesen Stein. Eventuell, weil es ihn so gestört hat, dass er versucht hat, den von alleine loszuwerden. Seitdem hat er das nämlich nie wieder gemacht. Also die stört das natürlich auch, wenn die einen lockeren Zahn haben. Deswegen müsst ihr da auf jeden Fall schauen, dass das gemacht wird. Also es geht jetzt darum, den Zahn zu erhalten. Das ist Ziel der Sache. Und hoffentlich hat es sich nicht weiter gelockert und hoffentlich klappt es dann mit Einschleifen. Also bei Emily und Bruno hat es geklappt bei einigen Zähnen, wenn die gut eingeschliffen wurden, dass sie wieder fest wurden. Voraussetzung ist natürlich, dass sie einfach noch nicht so locker sind, dass sie wirklich nur noch am seidenen Faden hängen. Drückt die Daumen. Für Erik, auch halt mit der Narkose jetzt wieder, das ist halt, ne, er hat die letzte Sedierung schon so schlecht verkraftet, er war wirklich ausgenockt, als hätte er die größte Narkose bekommen und es war nur Sedierung und heute ist es wirklich mit richtiger Vollnarkose. Und Narkose ist bei Kaninchen immer ein sehr heikles und kritisches Thema. Und was auch ganz wichtig ist bei Kaninchen, wenn die Narkose bekommen, die müssen vorher essen, also die müssen nicht nüchtern sein, wie Menschen jetzt zum Beispiel oder andere Tiere. Someday
Wieder daheim. Jetzt schauen wir mal. Erik wäre besser, wenn er noch ein bisschen in der Box sitzen bleibt, glaube ich. Wie ist die Lage? Wir haben eine Wärmflasche mitbekommen für Erik. Wir haben einen Wärmehandschuh mitbekommen. Erik, das schwankt. Das Pflaster hat er sich einmal runtergerissen. Vom Tisch wäre er beinahe runtergesprungen. Also ich war beim Aufwachen wieder mit dabei. Und er war dann zweimal sehr verwirrt und das eine Mal wäre er fast vom Tisch runter. Ja, zum Glück waren wir zu dritt. Wir haben gehalten, aber es ist Wahnsinn, was sie in diesem verwirrten Zustand, und obwohl sie schlaff sind und wackelig wie ein Wackelpudding, was sie dann trotzdem für Kräfte haben. Er schwankt. Ist noch verwirrt, muss jetzt erstmal erholen. Gell, mein Schatz? Muss dich jetzt erstmal erholen. Ja, der weiß noch nicht, wo er ist. Ja, das Pflaster machen wir dann ab, gell? Das können wir abmachen, wenn wir daheim sind. Dadurch, dass er sich das einmal abgerissen hat, ist es halt jetzt total, naja, fast, wenn man kein Blut sehen kann. Er schwankt. Ja, jetzt wird er eine Zeit lang verwirrt sein und wird noch ein bisschen rumschwanken und irgendwann wird er sich dann hinsetzen. Erik, es ist keine gute Idee, wenn du da hochhüpfst. Gefährlich. Schatz, nirgends hochhüpfen. Das ist immer der Moment, jedes Mal, wenn wir kommen, ist er erstmal total verwirrt und schwankt durch die Gegend. Und ich bin dann echt froh, wenn er seinen Platz gefunden hat, wo er dann einfach nur noch da sitzt und sich nicht mehr rührt. Weil das ist echt gefährlich, wenn der in so einem verwirrten Zustand da rumschwankt. Jetzt ist er im Haus. Wann geht Erik ins Haus? Das ist doch ein schöner Ort, oder Erik? Da hast du ein Dach über dem Kopf. Jetzt mache ich dir eine Wärmflasche. Mach mal einen Tee. Ja, der ist jetzt noch verwirrt. Das ist immer so, wenn er verwirrt ist. Also im verwirrten Zustand muss man einfach sehr aufpassen, dass er sich nichts tut. So, Update Erik. Der Wackelzahn war wieder fest. Der ist von allein wieder festgewachsen. Also das Abfallen letzte Woche hat scheinbar schon was gebracht. Aber sie hat es jetzt trotzdem nochmal so eingeschliffen, dass die Zähne keinen Kontakt haben. Aber es ist wieder fest. Röntgenbild wurde gemacht. Das sieht man jetzt auch nichts an den Wurzeln oder so. Ja. Ansonsten wurde jetzt alles eingeschliffen. An der Zunge sieht man noch eine weiße Schicht, wie so eine Narbe. Es kann auch sein, dass die bleibt. Und sie hat nochmal gesagt, wie wild das ausgesehen hat in seinem Mund und wie schlimm das war in seinem Mund, was er da an Verletzungen hatte. Und ja, Ohren wurden noch gespült, Röntgenbild, Narkose. Aber er hat die von allem die niedrigste Dosis bekommen, und sie hat gesagt, beim Zähnemachen hat er noch ganz leicht ab und an mal die Zunge bewegt, also er war nicht so im Tiefschlaf, weil wenn sie so komplett weg sind, dann bewegen sie gar nichts mehr.
Aber es hat, also bei ihm muss man ja da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil er halt Narkosen echt schlecht oder schwer verkraftet und da lange in den Seilen noch hängt. Und er hat auch sehr lange zum Aufwachen gebraucht. Beziehungsweise, ja, er ist ja jetzt noch nicht wirklich richtig da. Und teilweise andere essen ja da schon, wo er noch so komplett. Es ist halt immer unterschiedlich von Tier zu Tier. Und ihm haben ja die Inhalationsnarkosen auch schon immer so richtig umgehauen und Sedierung und jetzt halt, das war jetzt richtige Narkose, aber halt echt niedrigste Dosis von allem. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Temperatur wurde noch gemessen, bevor wir heim sind. Also die ist gut gewesen. Jetzt muss ich ihn halt noch warm halten, deswegen mache ich ihm jetzt noch eine Wärmflasche. Ist ganz wichtig immer bei Kaninchen, dass die Temperatur passt, weil wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann sackt halt der ganze Kreislauf ab und dann bricht das ganze System zusammen. Deswegen ist Temperatur immer sehr wichtig, dass die passt und dass sie die dann auch halten können. Aber das war dann schon gut der Fall. Und er lag ja beim Tierarzt dann auch auf. Die haben so eine kleine Wärmedecke, so eine kleine Wärmematte. Da lag er dann drauf und dann noch in zwei Handtücher eingewickelt. Genau. Muss man dann auch richtig einwrappen, weil er echt so komplett, er ist komplett dann durchgedreht, als er dann so für einen Moment wacher wurde. Aber komplett verwirrt war er. Er war halt noch so wie Gummi und Wackelpudding und da war noch alles schlaff und er konnte sich gar nicht halten, aber er wollte weg. Ja. Mausi, du lässt es schmecken, ja? Okay, super. Ich nehme jetzt einfach die kleine Wärmflasche vom Tierarzt, wenn wir die schon mitbekommen haben. Immer noch mal einwickeln, also nie blank hinlegen. Mal schauen, ob er was trinken mag. Ja, das. Schau mal, möchtest du was trinken? Was trinken? Nee, nichts trinken. Pupsi. Nichts trinken, Erik. Oh Gott. Nee. Wollen wir den Verband abmachen? So, ich koche für Erik eine Tasse eines Fenchel-Krümeltee. Natürlich trinkt er nicht die ganze Tasse, vielleicht ein, zwei Spritzen. Das ist dann auch gleich gut für den Bauch. Natürlich auch wichtig, abkühlen lassen. Also nicht heiß zu trinken geben, sondern abkühlen lassen. Tee, Wärmflasche, nicht komplett heißes Wasser. Damit da nichts passiert, dass sie sich nicht verbrennen können. So, Erik, wollen wir das Pflaster abmachen? Ja, wollen wir das abmachen? Bisschen nass hat sie gesagt, soll ich es machen? So, komm mal her, Schatz. Das ist ein bisschen nass. Das ist aber sehr angeklebt. Uno momento. So. Jetzt geht das ab. So. So. Erik, bist du paralysiert?
Wenn man so ein kleines Schnapsglas hat, da kann man das einfüllen und einen See veranstalten. Aber da kann man dann auch ganz gut Pepperbrei ein bisschen anrühren. Und ich lasse das halt jetzt kalt werden, den Tee. Geht dann auch schneller als in der großen Tasse. Erik ist jetzt in seiner versteinert Phase, wo er sich nicht rührt. Ihm eine Spritze mit Tee aufgezogen. So, Erik, gibt's mal eine Spritze mit Tee. Magst du nicht? Er schwankt auf jeden Fall noch, also er ist noch auf einem Schiff. Er ist noch wackelig auf den Beinen und trinkt mag er nicht, aber ich möchte ihm jetzt trotzdem die Spritze geben, weil ich denke, Flüssigkeit ist auch ganz gut, auch so, ne, dass die Narkose ausgeleitet werden kann, glaube ich, ist es ganz gut. Auch wenn er nicht mag, aber das machen wir jetzt. Schlucken. Schlucken, mein Schatz. Schlucken musst du. Dich ins Bettli wieder setzen. Dich wieder ins Bettli setzen. In welches möchtest du denn? Schau mal, da setzen wir uns wieder in das Bettli. Ja? So, durch hinsetzen. So, bleib sitzen. Wo mag er hin, der Erik? Wo mag er hin? Ist da hinten hin? Na, das gefällt mir nicht so, die Ecke. Ist wieder im Klo, das ist einfach sein Krankenort. Ja, sieht man schon an den Augen, ne? So, Erik.